Was geht ab, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legend Arceus hier auf dem Kanal, meine Damen und Herren. Diesmal geht es um ein Gerücht, beziehungsweise man kann tatsächlich schon von einem Leak sprechen, dass wir zu diesem Spiel, ja, welches wir hier gerade im Hintergrund sehen, tatsächlich relativ zeitnah ein DLC erwarten können. Hierfür begeben wir uns mal auf Twitter und schauen uns den ein oder anderen Post an. By the way, falls ihr mir nicht auf Twitter folgt, Link in der Beschreibung. Bin dort mittlerweile relativ aktiv und poste dort den ein oder anderen Stuff, welches es nicht in ein Video schafft. Das hat sich gereimt. Also, Twitter. Wir befinden uns gerade auf der japanischen Pokémon-Twitter-Seite und die hat bekannt gegeben, dass wir am 16. April so ein Lösungsbuch zu Pokémon Legend Arceus bekommen werden. Komisch ist halt, warum der 16. April? Warum ein Tag nach meinem Geburtstag? aber warum der 16. April? So, das ist, das Spiel ist ja jetzt seit 3-4 Tagen draußen und das offizielle Lösungsbuch soll erst am 16. April erscheinen. Das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Auf diesen Beitrag, ja, hat der mittlerweile bekannte Leaker Riddler reagiert. Riddler, für die, die den nicht kennen, der hat quasi alles zu Pokémon Legend Arceus geleakt und fast alles war richtig. Beziehungsweise mir fällt spontan nicht ein, was nicht richtig war. Ja, aber er hat auf diesen Beitrag reagiert, weil Pokémon gepostet hat, ey, am 16. April, ne, erscheint dieses Lösungsbuch. Und darunter hat er kommentiert, was ein Zufall. So. Und das ist schon ein bisschen auffällig. Scrollen wir hier auch ein bisschen hoch. Hat er uns noch einen weiteren Hinweis gegeben, wo er halt die beiden Charaktere Libell und Victor, ja, gepostet hat. Kann sein, dass die beiden auch wieder was mit den Zeitreisen zu tun haben, ne? Der Main-Protagonist ist ja ein Zeitreisender und dieser eine Zugchauffeur, der ist ja auch einfach random in Sinnoh gespawnt. Hin war das, ne? Deswegen kann sein, dass das DLC diese beiden Charaktere auch beinhaltet, dass die irgendwie auch so durch die Zeit geflogen sind. Des Weiteren hat auch Centrolix dazu Stellung genommen und diese haben halt auch gepostet. Ey, wir haben schon seit einiger Zeit von einem DLC-Plan gehört. Ja, also dass ein DLC in Planung ist für Pokémon Legend Arceus und die Tatsache, dass halt Riddler Q darauf reagiert hat, bestätigt das Ganze jetzt noch so ein wenig. Ja, weil am 15. Oktober 2021 hat Centro alle Leaks gepostet, die bis dato bekannt waren. Und fast alles war richtig, ne? Wie sie vor 4 Tagen bekannt gegeben haben. Und in diesen Leaks ist auch, ey, es wird ein DLC für Pokémon Legend Arceus in 2022 geben. Es ist halt die Frage, was mit Gen 9 ist. Ja, hier ist es ja auch geschrieben. Wo war das? Genau hier. Gen 9 ist in Entwicklung. Das ist ja klar, weil wird halt immer Jahre zuvor angefangen, an der neuen Gen zu arbeiten. Und die Frage ist halt nur noch, okay, erscheint es dieses oder nächstes Jahr? Wenn das DLC jetzt noch dieses Jahr erscheinen wird, ist halt unklar, ob Gen 9 auch wirklich 2022 erscheinen wird. Ich glaube nach wie vor schon, ja, aber ein bisschen Skepsis ist schon dabei. Jetzt, um nochmal zurückzukommen auf dieses Lösungsbuch. Warum das alles jetzt Sinn macht, sage ich mal. Warum sollten die dieses Lösungsbuch erst am 16. April releasen? Ja. Die einzige logische Erklärung ist, dass in diesem Lösungsbuch auch das DLC drin enthalten ist. Sprich, dass das Lösungsbuch sowohl die jetzige Story beinhaltet, als auch dann das DLC, was dann wahrscheinlich im April erscheint. Es würde halt den Verkauf für dieses Lösungsbuch wahrscheinlich extrem steigern. Also aus Marketing-Sicht kann ich mir das halt sehr, sehr gut vorstellen. Und das macht einfach Sinn, finde ich. Sprich, wenn man all diese Posts gerade, ne, zusammenfügt, ist es eigentlich schon relativ klar, dass wir ein DLC zu Pokémon Legend Arceus bekommen werden und wahrscheinlich schon in 2 Monaten.
Insofern, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten werde ich euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, was die ganzen Leaks etc. betrifft. Deswegen lasst den Kanal gerne ein Abo da. Ich möchte euch nicht länger aufhalten und sage, haut darin. Kurft da hin.